Wenn ihr wissen wollt, wie man diesen Menüslider mit JavaScript und CSS baut, dann bleibt dran. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es darum, einen richtig coolen Menüslider zu bauen. Und das Ganze ist nicht wirklich schwer. Wir nutzen dafür JavaScript, HTML und CSS und dort den Preprocessor SAS. Was heißt, das sind die drei Sprachen, die ihr für dieses Video schon mindestens in den Grundlagen verstehen sollt. Wie ihr auch im Thumbnail an den Punkten seht, ist das Video nicht komplett für Anfänger gerichtet. Ansonsten, ja, gibt es in diesem Video etwas Neues und ich habe eine komplett neue Machart meiner Videos ausprobiert. Dieses Video war unfassbar aufwendig deswegen und deswegen möchte ich oder würde ich euch bitten, einfach unten in die Videokommentare zu schreiben, was ihr davon haltet. Ob ihr das gut findet, ob es sich gelohnt hat im Vergleich zu meinen anderen Videos, vor allem an die Zuschauer, die jetzt schon seit einer ganzen Zeit dabei sind und den Wandel des Channels so Step by Step mitgemacht haben, ob es sich lohnt, diesen Mehraufwand zu betreiben oder ob ich einfach bei dem bleibe, wie ich es in der letzten Zeit gemacht habe. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung Discord. Da könnt ihr der Community joinen, Fragen stellen, Fragen beantworten, mit Gleichgesinnten reden und ansonsten legen wir direkt los. Also verlieren wir keine Zeit, auf geht's! So, als erstes erstellen wir uns eine Divbox. Dieser Divbox geben wir die Klasse MenuSliderContainer. In dieser Divbox erstellen wir uns einen Button mit der Klasse Active und der Klasse MenuSliderIcon. In unserem Button erstellen wir uns dann wiederum einen ImageTag mit der Klasse Active und verlinken hier unser Meteor-Active-SVG-Icon. Das ist das blaue SVG-Icon. Als nächstes brauchen wir einen zweiten ImageTag. Diesem geben wir die Klasse Normal und fügen einfach nur Meteor.SVG hinzu, also unser schwarzes SVG-Icon. Anschließend kopieren wir unseren Button zweimal, allerdings haben wir jetzt drei aktive Button und das wollen wir nicht, daher löschen wir jetzt beim Button 2 und beim Button 3 jeweils die Active-Klasse raus. Außerdem brauchen wir nicht dreimal dasselbe Icon, sondern ändern Meteor zu Rocket und zu Feather, sodass wir drei unterschiedliche Icons sehen. Das letzte, was wir machen, wir schaffen uns einen weiteren Div-Container mit der ID Slider und der Klasse MenuSlider-Background. Dieser Div-Container wird später unseren Slider darstellen, also unseren slidenden Hintergrund, den wir mit JavaScript animieren werden. So, als erstes kümmern wir uns jetzt um CSS. Und dazu sagen wir als erstes die Klasse Menu-Slider-Container, also unsere allumfassende Klasse, definieren wir als Flexbox und sagen FlexDirectionRow, damit alle Schaltelemente in einer Reihe dargestellt werden. Außerdem sagen wir Weite Auto, Padding 0,5 Rem, das ist der Innenabstand zu allen Kindern, Background Color Prime, das ist bei mir dieser Blauton, sagen Border Radius 6 Rem, damit alles abgerundet ist und sagen Position Relative, damit alle Schaltelemente sich anhand dieser Klasse ausrichten und nicht anhand der oberen linken Ecke des Screens. Wenn wir uns das jetzt ansehen, sehen wir, dass unsere Hintergrundfarbe schon funktioniert, auch die abgerundeten Kanten funktioniert, allerdings sehen unsere Buttons noch nicht so wirklich aus, wie wir das wollen und daher sollten wir uns jetzt darum kümmern. Hierzu definieren wir uns die Klasse Menu-Slider-Icon, die wir vorhin jedem Button gegeben haben. Hier sagen wir jetzt Border None, Background Transparent, das müssen wir machen, um dem Standard-Button-Styling entgegenzusprechen, sagen Position Relative und Z-Index 2. Diese beiden Attribute brauchen wir, damit unsere Button sich über und unseren Hintergrund schieben, sagen Weite, Höhe und Border Radius 5 Rem, damit wir im Prinzip Kreise und keine Vierecke erschaffen, deswegen muss der Border Radius genauso groß sein wie Weite und Höhe, oder wir können den auch auf 50 bzw. 100% setzen, würde denselben Effekt haben. Cursor Pointer, damit wir im Prinzip einen anderen Mauszeiger bekommen, sagen Transition All 250 Millisekunden, damit wir alle Elemente animieren, sagen Margin nach oben 0, nach rechts 1 Rem, nach unten 0 und nach links 0. Außerdem definieren wir mit und Doppelpunkt Last Child Margin auf 0, damit unser letztes Element gar kein Margin hat. Außerdem definieren wir auch mit und Doppelpunkt Focus Outline None unserem Standardverhalten eines Buttons bei Focus entgegen. Wie wir vorhin definiert haben, hat jeder unser Button ja zwei Image-Elemente. Daher definieren wir uns jetzt einen Image-Tag und sagen Position Absolute Top Left 50%. Damit sind unsere Elemente jetzt übereinander gestapelt, also beide Image-Tag in einem Button sind quasi jetzt exakt übereinander, sagen jetzt aber Transform Translate minus 50% auf der X- und Y-Achse, damit wir den 50% etwas entgegensprechen, die wir über Position Absolute vergeben, damit es wirklich exakt in der Mitte positioniert ist. Als nächstes sagen wir Weite und Höhe jeweils 2 Rem, damit unsere Icons eine Größe bekommen und sagen auch hier Transition All 250 Millisekunden, also auch diese wollen wir animieren. Wie wir es vorhin in unserem HTML-Part gestylt haben, hat jedes Image entweder die Klasse Active oder die Klasse Normal. Deswegen sollen wir jetzt hier mit dem und.Active und und.Normal Operator diese beiden Klassen ebenfalls hinzufügen und sagen jetzt bei Active ist das Image Tag 0 und bei Normal ist es 1. Das ist standardmäßig gesetzt, wenn, in Klammern, unser Button nicht aktiv ist. Wenn unser Button aktiv ist, sagen wir mit und.Active auf unseren Button, sollen alle Bilder mit der Klasse und.Active Opacity 1 bekommen, also sichtbar werden.
Transform Translate -50% auf der X- und Y-Achse und Scale 1.2. Wir wollen das Ganze also etwas vergrößern, aber es soll immer noch zentriert sein, deswegen muss hier Translate mitgegeben werden. Und die Klasse Normal soll Opacity 0 bekommen, also nicht mehr sichtbar sein. Wenn wir uns das Ganze jetzt angucken, sehen wir haben hier wunderbar die Buttons gestylt, alles sieht korrekt aus und wir können jetzt weitermachen. Allerdings sehen wir das erste Icon nicht mehr, da wir hier keinen Hintergrund haben, aber das Icon schon schwarz machen und nicht mehr blau. Dazu gehen wir jetzt wieder in unsere CSS-Datei, sagen Menu Slider -Background, sagen Position Absolute, Top Left 0,5 Rem, also der Abstand von oben und unten von unserem Slider. Dann sagen wir Z-Index 1, damit der hinter unseren Icons ist, Weite, Höhe und Border Radius jeweils 5 Rem, damit wir hier auch einen Kreis erzeugen, sagen Background Color Second, also einen dunklen Hintergrund, den ich hier gewählt habe und sagen Transition All 250 Millisekunden, damit wir das alles auch später animieren können. Wenn wir das Ganze uns jetzt ansehen, sehen wir, dass es optisch genau so aussieht, wie wir wollen. Allerdings, wenn ich irgendwo draufklicke, passiert noch nichts, da wir noch keinerlei Funktionalität integriert haben und das kommt im nächsten Teil. So, als nächstes müssen wir ein bisschen Funktionalität in das Ganze reinbringen, weil so ist das Ganze noch ziemlich langweilig, muss ich sagen. Als erstes definieren wir uns hierzu eine Konstante namens Padding. Dieser geben wir den Wert 5. Das ist einfach 5 Pixel, den Außenabstand unserer einzelnen Elemente. Den sollten wir hier oben definieren, da wir den später in einer Rechnung brauchen und so einfacher verändern können. Als nächstes sollten wir unseren Slider, also unseren beweglichen Div-Container, definieren. Das machen wir über eine Konstante namens Slider, sagen Document Query Selector mit der ID Slider. Und damit können wir quasi jetzt auf unseren Div-Container zugreifen, dem wir vorhin die ID Slider gegeben haben. Das nächste ist, wir sagen wieder eine Konstante Menü-Items, sagen Document.QuerySelectorAll und definieren damit nicht nur ein einziges Element, sondern ein Array von Elementen mit der Klasse MenuSliderIcon. Als nächstes narrieren wir mit Menü-Items.forEach durch jedes Item durch und sagen hier Item.addEventListener. Beim ClickEvent starten wir eine Funktion, an die wir ein Event übergeben und sagen hier eine Variable bzw. eine Konstante namens Button, die eine Funktion startet, nämlich findButtonInPath und an diese übergeben wir unser E. Das Problem ist nämlich, wir klicken jetzt auf einen unserer Buttons und haben damit ein Target. Dieses Target kann allerdings das Bild sein oder aber unser Button und deswegen müssen wir hier ein bisschen was entgegenwirken und müssen erstmal unser Element zurückdefinieren, dass es wirklich unser Button ist, also unser HTML-Element und dazu haben wir jetzt eine neue Funktion. Diese Funktion erwartet ein Event und hier drin ist ein Element definiert, das allerdings noch undefined ist. Das müssen wir jetzt erst suchen und zwar sagen wir hier event.path.forEachElement und jedes dieser Elemente wird erstmal kontrolliert, hat es eine Klassenliste, also gibt es dort Klassen? Wenn ja, umfasst diese Klasse oder diese Klassenlist quasi die Klasse MenuSliderIcon, damit wir wirklich unser Button-Element als Target bestimmen, damit unsere spätere Rechnung funktioniert. Und hier setzen wir unser Element gleich Element und geben unser Element zurück an unsere Ausgangsfunktion. Wir haben jetzt hier also einen Button definiert. Von diesem Button benötigen wir jetzt quasi den Abstand zur linken Seite unseres Menüs. Und dazu sagen wir MoveSlider, das ist eine neue Funktion, und sagen hier unseren Slider wollen wir bewegen. Und hier wollen wir jetzt quasi ja den Abstand übergeben an unsere MoveSlider-Funktion. Allerdings haben wir hier den Abstand noch nicht definiert. Wir kennen hier bisher nur den Button, den wir haben. Deswegen sagen wir findButtonXposition und übergeben an diese Funktion unseren Button. Um diese Funktion zu nutzen, müssen wir einfach nur die Funktion erstmal definieren über Function findButtonXposition und diese Funktion erwartet ein Element und returnt uns etwas. Und zwar element.offsetLeft, also den Abstand zur linken Seite minus unser Padding, weil wir haben hier links und rechts Padding und das wollen wir umgehen. Das nächste ist, wir sagen noch mass.round, damit wir das Ganze auch gerundet abgeben. Das heißt, unsere Funktion returnt uns jetzt eine Zahl, den Abstand, den unser Slider im Hintergrund animiert werden muss. Das heißt, wir müssen jetzt unsere Funktion MoveSlider stylen. Und diese Funktion definieren wir auch über Function MoveSlider, die erwartet einen Slider und eine Position. Und wir sagen slider.style.transform gleich und sagen hier translate, als erstes unsere Position, die wir definieren wollen, also Position, Pixel und sagen hier 0. Damit können wir jetzt unseren Slider bewegen, wenn wir uns das Ganze jetzt angucken und ich hier durch die Gegend klicke, seht ihr, dass unser Button sich schon bewegt. Das heißt, wir haben jetzt hier unseren Hintergrund schon gestylt. Allerdings seht ihr, dass die Icons noch nicht so richtig funktionieren. Und das liegt daran, dass wenn wir uns hier mal den HTML-Code angucken, wir sehen, dass die Klasse Active noch nicht vergeben wird. Die bleibt immer beim ersten Element und andere, in Klammern aktive Elemente, kriegen diese Klasse nicht zugewiesen. Das müssen wir jetzt ändern. Hierzu definieren wir hier oben eine SetActive-Class, übergeben hier ebenfalls unseren Button und definieren jetzt eine neue Funktion namens Function, SetActive-Class. Diese erwartet wieder ein Element. Sagen hier MenuItemsForEach und sagen, für jedes Item entfernen wir jetzt die Klasse Active und sagen hier unten element.classList@Active. Was heißt, unser aktives Element, unser aktiver Button bekommt am Ende wieder die Klasse Active zugewiesen. Wenn wir das Ganze jetzt speichern und uns nochmal ansehen, dann sehen wir auch hier, dass unsere Klasse jetzt korrekt gesetzt wird und ihr seht, dass in unserem HTML quasi die Klasse sich permanent verändert.
So, das war's schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, weißt ihr, unten in der Videobeschreibung, Twitter, Instagram, Discord, sagt Hallo, schreibt mir einfach. Und ansonsten, wenn ihr diesen Channel supporten wollt, findet ihr dort auch jede Menge Amazon Affiliate und andere Affiliate-Links, wo ihr diesen Channel etwas unterstützen könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin viel Spaß und ciao.